Die Woche 1 unter einem neuen Präsidenten des Deutschen Fußballbundes. Wolfgang Niersbach, bisheriger Generalsekretär und beim außerordentlichen DFB-Bundestag in Frankfurt ohne Gegenstimme gewählt. Der ehemalige DFB-Pressechef und frühere Sportjournalist will seine Präsidentschaft vor allem in den Dienst der Spieler stellen. Die Aura, die die ehemaligen Spieler haben, das sind ja nun meine Wegbegleiter, meine Freunde. Und wir als Funktionäre, wir müssen sehen, dass der Laden funktioniert im Sinne dieser Aktiven. Also ich sehe unsere Rolle immer so, dass wir uns nicht in den Vordergrund schieben sollen. Die Fußstapfen, in die Niersbach tritt, sind groß. In die Amtszeit seines Vorgängers Theo Zwanziger fielen 2 Fußballweltmeisterschaften im eigenen Land. In Erinnerung bleiben wird vor allem Zwanzigers emotionale Rede zur Beerdigung von Nationaltorwart Robert Enke und sein Engagement gegen Diskriminierung. Der Träger des Bundesverdienstkreuzes bis zu seinem letzten Amtstag, ein Mann der klaren Worte. Dafür muss diese Zivilgesellschaft Sport und Fußball ihren Beitrag leisten. Und dazu gehört ein klares Bekenntnis zur Integration. Wir sehen den Menschen nicht die Hautfarbe, nicht die sexuelle Orientierung. Und wir wollen keine Menschen, die sich rassistisch, antisemitistisch oder wie auch immer in diesem Land bewegen. Denn wir sind der Jugend verpflichtet. Sein Nachfolger Wolfgang Niersbach erfreut sich dafür jetzt schon eines breiten Rückhalts und sogar eines kaiserlichen Ritterschlags. Ich wünsche ihm vor allem Durchhaltevermögen, viele glückliche Entscheidungen, ja, und dass er lange DFB-Präsident bleibt. Also er ist ein Teamplayer, er wird alle weiterhin mitnehmen, so wie er das auch schon als Generalsekretär gemacht hat, und er wird seine Flöcke setzen. Wo die jetzt liegen, ich glaube, das sollten wir ihm überlassen, dass er es so auch dann kommentiert, aber generell freue ich mich einfach auf die Zusammenarbeit. Er kennt jeden und alle im Fußball, international, egal wohin man mit ihm kommt, er findet immer irgendwie Leute, die er kennt, die er irgendwie auf dem Weg begleitet hat, und von daher ist er natürlich auch international gesehen für uns, für den DFB, ein sehr guter Präsident, klar. Wolfgang Niersbach, laut eigener Aussage ein Teamplayer. Er sieht den DFB als Serviceunternehmen für seine fast 7 Millionen Mitglieder und keinen Anlass, den weltweit größten Sportfachverband umzukrempeln. Wer meine Vita ein bisschen studiert, der weiß auch, dass ich nie Revolutionär oder Revoluzer war. Bin ich nicht. Ich glaube aber auch, dass dieser DFB keine Revolution nötig hat. Wir brauchen Weiterentwicklung in allen Bereichen, wir brauchen Evolution. In den Vordergrund solle sich kein DFB-Funktionär stellen, so auch nicht Niersbach selbst. Das Präsidium tagt unter ihm erstmals bereits diesen Freitag.